Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute gerne die besten 6 Rollenspiele vorstellen, auf die ich mich im nächsten Jahr am meisten freue. Bevor das Video beginnt, möchte ich noch anmerken, dass das hier meine persönliche Liste ist. Das bedeutet, dass das die Rollenspiele nächstes Jahr sind, auf die ich mich am meisten freue. Sollte ich irgendetwas vergessen haben, schreibt es bitte in die Kommentare. Außerdem würde ich gern noch klären, was ein gutes Rollenspiel für mich ausmacht. Für mich braucht ein gutes Rollenspiel eine packende Story sowie gute Charaktere und eine tolle Welt. Die Welt muss nicht unbedingt eine Open World sein, aber etwas größer dürfte sie schon sein. Die Grafik finde ich nicht mal ganz so wichtig, da es meiner Meinung nach in guten Rollenspielen hauptsächlich um die Story geht, aber eine gute Grafik sowie Optik kann auch nicht schaden. Auf Platz 6, The Elder Scrolls 6. Ja, nachdem Bethesda den 6. Teil angekündigt hat, habe ich mich sehr gefreut, da ich ein großer Fan der Elder Scrolls Reihe bin. Aber wieso nicht ist dieses Spiel auf dem 6. Platz? Also erst einmal, weil ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt nächstes Jahr rauskommt, und außerdem auch, weil es da schon ein paar Spiele gibt, worauf ich mich etwas mehr freue. Platz 5, Fallout 4. Ja, ein weiteres Spiel von Bethesda, und es kommt nicht 2016, sondern voraussichtlich am 10. November 2015. Aber ich freue mich dennoch schon auf das Spiel und deshalb ist es hier meiner Meinung nach auf einem guten 5. Platz gelandet. Platz 4, Elex. Ja, was soll man groß zu Elex verlieren? Es wurde ja noch kaum etwas über das Sci-Fi-RPG von Piranha Bytes gesagt, aber es wurden immerhin schon Bilder der Waffen und Artworks gezeigt. Ich setze hier großes Vertrauen in leider eines der wenigen deutschen Spieleentwicklerstudios und hoffe, dass das etwas wird. Elex erscheint voraussichtlich im 4. Quartal 2016. Platz 3, Dark Souls 3. Ja, mittlerweile fragt sich From Software vielleicht, wie viele Leute bezahlen eigentlich noch dafür, dass wir sie immer und immer wieder sterben lassen. Naja, jedenfalls 2, nämlich Till und ich. Es gab schon einen Trailer zum 3. Teil, worin man gesehen hat, dass es neue Bossgegner geben wird. Ich hoffe außerdem auf jeden Fall, dass From Software den Job gut erledigt. Dark Souls 3 erscheint voraussichtlich im 1. Quartal 2016. Auf Platz 2, Dishonored 2. Ja, ich finde den 1. Teil schon grandios und spiele ihn momentan auch noch. Im 2. Teil wird man natürlich wieder Corvo spielen können, aber auch Emily Caldwin, was ich persönlich sehr gut finde. Der 2. Teil spielt 15 Jahre nach dem 1. und es wird natürlich wieder die Möglichkeit geben, dass wenn man schleicht und nur alle betäubt, das Ende wesentlich besser ausgeht. Allerdings wünsche ich mir für den 2. Teil eventuell ein paar mehr Nebenaufträge. Dishonored 2 wird voraussichtlich im 2. Quartal 2016 erscheinen. Und nun kommen wir zum Star der Show. Platz 1. Kingdom Come Deliverance. Yep, wer hätte es gedacht? Ich freue mich schon richtig auf das Spiel, da es eigentlich alle meine Anforderungen erfüllen sollte. Es sagen zwar viele, vor allem die Publisher, die Rollenspieler wollen Fantasy, kein Geschichtsunterricht. Allerdings brauche ich nicht unbedingt Fantasy, um ein gutes Rollenspiel zu mögen. Ich freue mich schon richtig auf das Spiel und bin gespannt, wie es wird. Kingdom Come Deliverance erscheint voraussichtlich im Sommer 2016. So, das war jetzt mein Video. Wenn euch noch Rollenspiele einfallen sollten, was ich eventuell vergessen habe, schreibt sie bitte in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal.